Von Ajahn Chah. Versuch den Geist in der Gegenwart zu behalten. Was immer auch im Bewusstsein auftaucht, wir beobachten es, führen es und belassen es. Wir versuchen nicht einmal, die Gedanken loszuwerden. Das Bewusstsein wird dann seinen natürlichen Zustand erlangen. Kein Urteilen und Werten zwischen gut und schlecht, heiß und kalt, schnell und langsam. Kein Ich, kein Du, kein Selbst, sondern einfach, was da ist. Wenn wir gehen, brauchen wir nichts Besonderes zu tun. Wir gehen einfach und sehen und fühlen, was da ist. Wo immer wir sind, wissen wir um uns selber, indem wir natürlich sind und achtsam. Wenn Zweifel auftauchen, sehen wir sie kommen und gehen. Es ist ganz einfach, nichts festhalten. Wir halten uns an die Gegenwart. Wir kümmern uns nicht um die Länge des Weges oder um das Ziel. Alles verändert sich. Was immer daherkommt, wir halten es nicht fest. Schließlich wird der Geist sein natürliches Gleichgewicht erlangen. Und alles wird kommen und gehen, ganz von selbst. Stundenlanges Dasitzen ist unnötig. Es gibt Leute, die glauben, je länger sie sitzen, desto weiser müssten sie sein. Ich habe Hühner tagelang auf ihren Nestern sitzen sehen. Weisheit kommt durch Achtsamkeit in allen Situationen. Unsere Übung fängt an, sobald wir am Morgen aufwachen. Sie geht weiter bis zum Einschlafen am Abend. Was zählt, ist einzig, dass wir achtsam sind und wach. Während des Gehens, des Sitzens und wenn wir aufs Klo gehen. Wir sind einfach achtsam und lassen den Dingen ihren natürlichen Lauf. So wird unser Geist stiller und stiller in jeder Umgebung. Er wird still wie ein klarer Waldsee. Und allerlei wundersame und seltene Tiere kommen zum Trinken am See. Klar erkennen wir die wahre Natur aller Dinge dieser Welt. Wir sehen viele wunderbare und seltsame Dinge kommen und gehen. Aber wir werden still sein. Das ist die Freude der Buddhas. Ich möchte heute Abend den Vortrag über die vier Grundlagen der Achtsamkeit halten. Was mich von Anfang an dieser Praxis so begeistert und gefesselt hat, ist, dass jede Erfahrung Raum hat in dieser Praxis. Nichts wird ausgeschlossen, nichts darf nicht da sein, nichts muss verbessert, verändert werden. Wann immer ich denke, dass jetzt etwas nicht so sein darf, dann heißt das nur, dass ich meine Achtsamkeit, mein Gewahrsein weiten, ausdehnen muss. Diese unheimliche Weite, dieses grenzenlose Einschließen, wo all unser Urteilen, Beurteilen, Unterscheiden, Bewerten jegliche Bedeutung verliert, ist Ausdruck der grenzenlosen, bedingungslosen Liebe, die wiederum Ausdruck unserer wahren Natur jenseits unseres Egos ist. Und diese grenzenlose, bedingungslose Achtsamkeit wirkt sehr heilend auf uns, sowohl auf unseren Körper als auch auf unseren Geist. Und wir lesen das manchmal von solchen, vielleicht auch, wie sagen, Wunderheilungen. Manchmal kann so eine Achtsamkeit tatsächlich auf den Körper wirklich heilend wirken. Zu einigen den Geschichten glaube ich zumindest. Auf jeden Fall ändert sich durch die Achtsamkeit unsere Beziehung zu unserem Körper und unsere Beziehung zu der Krankheit. Und dadurch verringert sich ganz sicherlich unser geistiges Leiden, das wir angesichts einer Krankheit zum Beispiel empfinden mögen. Die nicht wertende sanfte Achtsamkeit wirkt auch sehr heilend auf unseren Geist und unser Herz. Es gibt immer etwas in uns, das wir selbst nicht so annehmen, wollen in uns. Und daraus entwickeln sich all die vielen Projekte, was wir alles so an uns noch verbessern müssen, bevor wir okay sind. Und vielleicht haben wir bereits entdeckt, dass dies ziemlich endlos sein kann. Und uns erst einmal so anzunehmen, wie wir sind, kann daher sehr heilend auf uns wirken. Vor allem denke ich hier am besten,
Mit unseren weit verbreiteten Minderwertigkeitskomplexen, Selbsthass und Leistungsdenken kann dieses einfach mal annehmen und sein lassen, was und wie es ist, utopisch, einfältig und absurd klingen. Wir können uns vielleicht Fragen stellen, was, das reicht? Wo kommen wir dahin, wenn wir alles so sein lassen? Bedeutet das nicht, dass dann alles so bleibt, wie es ist, dieser ganze Mist? Wenn wir all das zulassen, werden wir dann nicht etwa zu nichtsnutzigen Monstern? Oder verschwinden wir gar im Schlund der Bedeutungslosigkeit? Derartige Fragen, Zweifel können durchaus auftauchen. Doch dass wir hier sitzen und es so aussieht, als täten wir nichts, bedeutet nicht, dass das keinen Effekt hat. Ganz im Gegenteil. Buddha bezeichnete dieses Nichtstun als den direkten Weg zur Reinigung unseres Selbst, für die Überwindung von Trübsal und Trauer, für das Verschwinden von Kummer und Schmerz, für das Ankommen am wahren Weg, der zur vollständigen Befreiung von Leiden führt, zu Nirvana. Das ist ein weiter Weg, irgendwie jetzt ganz schön enorm. Und es kommt noch schöner. Alles, was wir dazu brauchen, ist nicht etwas, das wir uns erst erwerben müssen, lernen müssen. Was wir brauchen, ist einfach diese Achtsamkeit, die wahrnimmt, was ist, ohne hinzuzufügen, zu interpretieren, zu verändern, zu werten, die sanft, liebevoll und genau dabei ist, bei dem, was ist. Achtsamkeit ist eine Qualität, die uns allen gegeben ist. Es ist eine natürliche Qualität des Geistes. Wenn wir den Arm heben, vielleicht wollt ihr das mal machen, tun, hebt mal den Arm. Was spürt ihr dabei? Einfach spüren. In dem Moment, wo wir wissen, dass der Arm gehoben ist und wir die Empfindungen spüren, sind wir bereits achtsam. Und mehr braucht es nicht. Und wir alle können das. Wir müssen nichts machen, wir müssen noch nicht einmal diese Achtsamkeit üben, wie wir vielleicht schnell laufen üben müssen. Die Übung besteht lediglich darin, uns daran zu erinnern, gegenwärtig zu sein. Wahrzunehmen, was ist und wie es ist, und nicht zu denken, wie es ist, und dann zu glauben, es wäre so. Im Englischen gebrauchen wir den Begriff Mindfulness für Gewahrsein oder Achtsamkeit. Und dem Wort mindful steckt das Wort to remind drin, was sich erinnern bedeutet. Es geht darum, uns daran zu erinnern, mit der Gegenwart in innigen Kontakt zu stehen. Und ich meine wirklich innigen Kontakt und nicht eine distanzierte Stellung zu dem Geschehen. Und es ist dieses Erinnern, was so schwierig ist. Und es ist das, was wir hier üben. Je öfter wir uns daran erinnern, hier zu sein, desto leichter und öfter werden wir aus unserer Zerstreuung aufwachen. Und dadurch konditionieren wir unseren Geist, wach und präsent zu sein. Die erste Grundlage der Achtsamkeit betrifft den Körper. Die Wahrnehmung unserer Körperempfindungen ist ein gutes Hilfsmittel, uns im Hier und Jetzt zu verankern. Wenn ihr heute mal Schmerzen hattet, dann habt ihr sicher gemerkt, wie wenig der Geist abschweift. Er denkt sich vielleicht zwischendurch Horrorgeschichten aus über den Schmerz, kommt aber immer wieder zu dem Schmerz zurück. Körperempfindungen sind handfester, während Gedanken schlüpfriger und subtiler sind. Und daher fangen wir an mit dem Gewahrsein von Atem und Körperempfindungen. Die Übung besteht darin, die bloßen Empfindungen, die durch die Atmung entstehen, zu spüren, wobei wir uns gewahr sind, was gerade passiert. Wir spüren die Atemempfindungen und wissen, dass wir einatmen, wissen, dass wir ausatmen. Wir wissen, ob ein langer oder ein kurzer Atemzug stattfindet. Wir wissen um den Anfang, die Mitte und das Ende des Ein- und des Ausatmens. Wir spüren den Effekt auf den ganzen Körper und wir spüren, wie sich der Körper und Geist beruhigt. Wenn wir sitzen, wissen wir, dass wir sitzen.
Wenn wir stehen, wissen wir, dass wir stehen. Wenn wir liegen, wissen wir, dass wir liegen. Und wenn wir gehen, wissen wir, dass wir gehen. Das heißt, wir spüren die Empfindungen so, wie sie sind, in dieser Körperhaltung, in der wir uns befinden, und wir wissen auch darum. Mit jeder Körperbewegung sind wir gegenwärtig, wissen, welche Empfindungen entstehen und sind gewahr, was wir tun. Ob wir den Arm ausstrecken und etwas berühren, vielleicht unsere Schuhe oder unseren Mantel, ob wir duschen oder auf der Toilette sitzen, ob wir eine Tasse Tee trinken und uns anziehen oder uns anziehen. Statt in unserer Meinung über unsere Tätigkeit versunken zu sein, versuchen wir sie direkt wahrzunehmen, so wie sie ist. Und dies gibt uns immer wieder eine Pause in unseren endlosen Überlegungen und Interpretationen über die Erfahrung selbst. Und die Pause erst ermöglicht eine neue Sichtweise. Ja, ich war öfters in meinem Leben in Asien, und in Asien ist es mir ein paar Mal passiert, dass ich kein Toilettenpapier mehr zur Verfügung hatte. Und das natürliche Geschäft ging natürlich weiter. Man musste sich dann mit Wasser behelfen. Und zunächst fand ich das relativ ekelhaft. Aber dann, wenn ich wirklich dabei war, dann war das einfach nur weich, braun, dann Wasser drüber und dann wieder klar. Und dann Seife waschen und so. Das war nichts. Das war ganz okay. Zur Achtsamkeit unseres Körpers gehört auch das Gewahrsein aller Sinneswahrnehmungen des Hörens, Sehens, Schmeckens und Riechens. Normalerweise nehmen wir einen Eindruck aus unserer Umwelt auf und interpretieren diese blitzschnell. Und je nach Interpretation werden bestimmte Assoziationen wach, die uns ein bestimmtes Gefühl zu der Erfahrung vermitteln. Daraus ergibt sich dann wiederum eine Reaktion, die meist konditioniert ist. Zum Beispiel sehen wir vielleicht ein Haar an einer Seife kleben und wenden uns sofort angewidert ab. I. Dabei sehen wir einfach einen schwarzen Streifen auf einem weißen Viereck. Mir ist die Seife nicht. Also hier sind sie weiß und viel und so rechteckig. Wäre es einfach ein Bild an der Wand, ein weißes Rechteck mit einem schwarzen Strich durch, dann könnten wir vielleicht den Anblick genießen und dächten, na, Kunst. Aber die Assoziation Haar auf Seife ruft Ekel hervor. Bei manchen zumindest, vielleicht nicht bei allen. Und dann meiden wir die Seife, fassen die nicht an oder versuchen sie, das Haar abzutupfen oder sonst was zu tun. Befände sich das Haar wiederum auf dem Kopf der Person, dann könnte es vielleicht sein, dass wir sagen, wow, du hast aber schönes Haar. Das kann sich ziemlich verändern je nach Situation. Wenn wir im Moment des Anblicks aber ganz gegenwärtig sind, dann findet einfach nur Sehen statt. Einen Moment lang nehmen wir nur die Farbkombination wahr, vor der Interpretation, und bemerken vielleicht nur ein neutrales oder angenehmes Gefühl. Und es kann passieren, wenn wir ganz achtsam sind, dass wir den Übergang sehen von Erkennen und Interpretation und dann auch Reaktion. Manchmal können wir auch innehalten und uns bewusst machen, dass Sehen stattfindet, uns vielleicht ein wenig von der Assoziation trennen. Und dann mag eine andere Reaktion möglich sein. Als ich in Thailand war und im Kloster lebte, war ich ja lange Zeit oft die einzige westliche Frau und hatte oft relativ schwierige kulturelle Differenzen. Und es war manchmal recht schwierig mit den Frauen. Und es gab vor allem eine, die am Anfang doch für eine ganze Zeit immer sehr unfreundlich mir gegenüber war. Und da sie unfreundlich war, empfand ich ihr gegenüber wieder eine Mischung aus Abneigung und Angst. Vor allen Dingen Angst auch. Und eines Tages sah ich sie wieder, da bei den Gemeinschaftsschränken, Räume gab es nicht. Und ich schaute ihr etwas aus der Entfernung zu und hatte sofort dieses negative Gefühl, diese Mischung aus Abneigung und Angst. Und ich schaute ihr einfach weiter zu, wie sie ihre Dinge tat,
Und schaute und schaute, und auf einmal trennte sich Sehen und Interpretation. Ich sah einfach nur eine Frau mit einer bestimmten Form, die einfach so erstmal einen neutralen Eindruck auf mich machte. Und ich sah, wie meine Erinnerung, ah ja, Kun Mo, diese Erinnerung an unsere frühere Begegnung der Auslöser war für mein Gefühl von Unsicherheit und von Ärger in dem Moment. In dem Moment tat sie mir ja nichts. Sie war ja ganz friedlich. Ich erkannte, dass es momentan keinen Anlass gab für dieses Gefühl. Und auch, dass ich ihr aufgrund dieser Erinnerung bereits abweisend gegenübertrat und dadurch meinerseits auch die Wahrscheinlichkeit weiterer unangenehmer Begegnungen förderte. Ich extrapolierte die Vergangenheit sozusagen in die Zukunft. Sie ist so und sie wird immer so bleiben, unsere Beziehung wird immer so sein. Ich hielt also an der Vergangenheit fest, anstatt offen zu sein für einen neuen Moment, offen zu sein für eine Veränderung. Aber tatsächlich ist jeder Moment eigentlich ein neuer Moment und einzigartig in sich selbst. Und als ich das erkannte, so den Zusammenhang, konnte ich in dem Moment einfach mal die Vergangenheit loslassen und einfach nur im Moment bleiben. Einfach nur Form sehen, Person, Frau und ihr frisch begegnen. Und dadurch hatte unsere Beziehung eine Chance, sich zu verändern. Und tatsächlich entwickelte sich dann mit der Zeit ein friedliches, freundliches Miteinander daraus. Und ganz ähnlich können wir Kälte, Wärme, Essen und anderes erforschen und immer wieder zur reinen Erfahrung zurückkehren und beobachten, was das bewirkt, wenn wir das tun. Wenn wir einfach nur wieder uns daran erinnern, Eier sehen, Eier spüren, Eier riechen. Und vielleicht ändert sich dadurch was. Die zweite Grundlage der Achtsamkeit ist der Gefühlston, den Fred heute schon mal angesprochen hat. Jede Erfahrung wird von einem Gefühlston begleitet. Und dieser Gefühlston bestimmt, wie wir auf eine Erfahrung reagieren. Und Gefühlston heißt nicht Emotion oder Gefühl wie Liebe, Ärger, Wut, Freude oder so, sondern bedeutet ganz einfach, ob etwas angenehm oder unangenehm ist. Die Bandbreite verläuft von sehr unangenehm über angenehm, über weder noch, häufig auch als neutral bezeichnet, bis unangenehm oder sehr unangenehm. Zu alle möglichen Schattierungen. Und dieser Gefühlston ist deshalb so wichtig, weil er das Zwischenglied zwischen Erfahrung und unserer Reaktion ist. Unangenehmes werden wir versuchen, auf irgendeine Weise loszuwerden und Angenehmes werden wir versuchen, festzuhalten. Und bei neutralen Erlebnissen schalten wir einfach ab und verfallen in Tagträume, Gedanken oder Schläfrigkeit. Blitzschnell leiten wir aus angenehmen oder unangenehmen Empfindungen mögliche Auswirkungen auf uns ab. Erwartete Freuden und Leiden, jetzt oder und in der Zukunft. Wir reagieren und verwickeln uns dadurch in Reaktion und Gegenreaktion. Wir versuchen, unsere Umgebung zu kontrollieren, so dass es nie unangenehm und immer angenehm bleibt und müssen doch immer wieder feststellen, ganz frustriert, dass wir darin versagen, das zu erreichen. Wir können unsere Umgebung einfach nicht derart kontrollieren, dass wir nie etwas Unangenehmes erfahren. Und das ist so schwer, wirklich zu begreifen oder zu akzeptieren. Aber häufig können wir mit dem Unangenehmen anders umgehen. Wenn wir das Unangenehme zulassen, stellen wir eine Erleichterung bereits fest. Vielleicht habt ihr das heute mal erfahren, wenn ihr einen Schmerz hattet oder irgendein Geräusch, und zwar unangenehm, ihr habt euch dagegen gewehrt und dann irgendwann einfach losgelassen, war damit. Denn der Widerstand, den wir dagegen haben, in dem Moment fühlt sich ebenfalls unangenehm an. Und ihn aufzugeben heißt, wirklich einen ganzen Batzen von diesem Unangenehmen aufzugeben und loszulassen. Wir fügen der Erfahrung nicht noch mehr Unangenehmes hinzu. Und dadurch wird das Ungemütliche durchaus erträglich
Und aus unserer Balance heraus können wir auf eine heilsame Art und Weise auf die Erfahrung reagieren. Aber dies können wir nur erreichen, wenn wir der unangenehmen und des angenehmen Aspektes der Erfahrung bewusst werden. Also statt zu sagen, das ist langweilig, sagen wir, neutrale Erfahrung. Oder statt blöd, unangenehm. Oder statt toll, angenehm. Und das kann die Situation entscheidend entschärfen und Raum in die Erfahrung bringen. Statt nach außen auf die Abwehr der Erfahrung richten wir die Aufmerksamkeit nach innen. Nicht um Distanz zu schaffen, sondern um unsere Verhaftung und Verwicklung mit der Erfahrung zu lösen. Und dadurch fällt viel emotionales Leiden weg und eine weise Reaktion wird erst möglich. Dazu möchte ich ein Beispiel von einem 11-jährigen Jungen aus Indien vorlesen, das mich wahnsinnig inspiriert, der auf eine Schule geht in Indien, wo man als Teil des Schulunterrichts Vipassana lehrt, also Achtsamkeitsmeditation. Und die meisten dieser Kinder kommen aus sehr schwierigen Verhältnissen, so auch dieser Junge. Und nach einer Meditationssitzung in der Klasse berichtet er über seine Erfahrung Folgendes. Ich fühlte einen Schmerz im Bauch. Ich machte mir keine Sorgen darüber. Ich dachte mir nicht aus, wie krank ich sein muss und dass ich vielleicht ins Krankenhaus gehen muss. Stattdessen wandte ich mich nur achtsam dem Schmerz selber zu. Es war ein brennender Schmerz, der stärker und stärker wurde. Wenn ich vergaß und aufhörte, einfach nur achtsam zu sein, fing ich an, eine Geschichte daraus zu machen und mich über die Schmerzen zu sorgen. Zu viel geistiger Schmerz. Und so kehrte ich zurück zum Atem. 11 Jahre alt. Wahnsinnig inspirierend. Das heißt nicht, dass wir nicht auf körperliche Schmerzen achten sollen, dass wir einmal alles ignorieren oder so. Können ja wirklich mal ein Anlass sein dafür. Und das heißt auch nicht, dass wir plötzlich mit allen unangenehmen Erfahrungen umgehen können. Das braucht viel Zeit und vor allem braucht es auch die tiefe Erkenntnis in die wahre Natur der Dinge. Und so ist es durchaus angebracht, uns von unangenehmen Erfahrungen zu entfernen, wenn es unsere Kräfte übersteigt, indem wir vielleicht die Position ändern oder indem wir spazieren gehen, Augen öffnen, was auch immer. Es gibt Erfahrungen, die sind für uns Menschen, denke ich, mehr oder minder alle gleich. Also zum Beispiel Wasser über 60 Grad erhitzt, wenn wir die Hand reintun, ist, glaube ich, die meisten sagen Autsch. Ja, für die meisten ist es unangenehm. Aber dazwischen gibt es eine Bandbreite verschiedener Antworten. Ich habe letztens eine Zeitung gelesen, wo sie in Finnland im Eiswasser baden. Naja. Auch zum Beispiel Ameiseneier und Käfer gelten bei den Thailändern als Delikatesse. Bei uns im Westen trifft eine solche Mahlzeit eher auf Brechreiz. Kraftvolles, dynamisches Auftreten wird von einigen als angenehm und von anderen als unangenehm empfunden. Nach Musik, Farben, Mode sind alles Beispiele, wo wir beobachten können, dass unsere Reaktion relativ ist. Ist nicht immer die gleiche. Die einen mögen es, die anderen mögen es nicht. Was für uns unangenehm sein kann, kann für andere durchaus angenehm sein. Und diese Relativität sehen wir oft nicht, sondern wir folgern aus unserer unangenehmen Erfahrung, dass das Ding, die Erfahrung selbst nicht richtig ist, also wenn sie unangenehm ist, dann ist sie nicht richtig, dann ist sie vielleicht blöd oder falsch oder verkehrt. Und obendrein fällen wir auch noch gleich das Urteil, dass alle, die mögen, was wir nicht mögen, ebenfalls blöd, falsch und nicht richtig sind. Und daraus entsteht die ganze Intoleranz, die wir so viel sehen in dieser Welt, im Kleinen und im Großen. Wir schreiben den Dingen feste Eigenschaften zu, blöd, falsch, richtig, lieblich, ekelhaft und vergessen, dass das mehr etwas über unser Verhältnis zu der Erfahrung als über die Person oder das Objekt selbst aussagen mag. Und ein Augenmerk auf den Gefühlston
kann da viel bewirken. Ameiseneier sind weder ekelhaft noch delikatös. Es ist vielmehr unsere Einstellung dazu, unser persönlicher Geschmack, der ihnen diese Attribute zuordnet. Die dritte Grundlage sind die geistigen Zustände. So wie wir uns mit unserem Körper und den Empfindungen, die durch den Kontakt mit unseren Sinnen entstehen, identifizieren, so identifizieren wir uns auch mit unserem Geist, den geistigen Zuständen unserer geistigen Verfassung mitsamt seiner ganzen Skala von Emotionen und Gedanken. Ich bin wütend, weil du, ich bin traurig, weil, ich bin konzentriert, weil ich es richtig gemacht habe, ich bin zerstreut, weil ich es falsch gemacht habe. Auch Meinungen und Ansichten gehören dazu. Er hat Unrecht, ich habe Recht. In Emotionen und Gedanken steckt sehr oft auch Rechthaberei oder ein Gefühl von Verantwortung und Schuldzuweisung. Können wir hinschauen, muss nicht immer sein. Wir unterscheiden für uns wünschenswerte Emotionen, die wir persönlich und gesellschaftlich oder gesellschaftlich befürworten, und verachtungswürdige Emotionen, die wir verurteilen. Dies kann sich je nach Konditionierung etwas unterscheiden. Unsicherheit, Ärger, Wut, Eifersucht, Neid, Gier, Unentschlossenheit gehören oft zu den sogenannten schlechten Emotionen. Liebe, Mitgefühl, Großzügigkeit, Selbstsicherheit, Geduld, Vertrauen und so weiter zu den sogenannten. Auch geistige Zustände wie Eifrigkeit, Rastlosigkeit, Klarheit, Verwirrung und andere fallen in die eine oder andere Kategorie. Wir versuchen, die Ungewünschten zu unterdrücken. Oft erlauben wir uns nicht einmal, sie wahrzunehmen. Und dadurch blockieren wir zum einen die Energie, die in der Emotion liegt, und zum anderen verbrauchen wir viel Energie, um die Emotion wegzuschieben. Also wenn wir zum Beispiel keine wütende Person sein möchten, dann schieben wir einfach alle Wut einfach weg. Wir leben auch gleichzeitig in der Angst, dass jemand anders diese Emotion doch sehen könnte in uns und uns dann genauso ablehnt, wie wir die Emotion ablehnen. Und das wiederum untergräbt unser Selbstvertrauen. Da wir aber keinen anderen Weg sehen, verstecken wir die Emotion umso stärker, bis wir sie schließlich vor unserer eigenen Bewusstheit verbergen, und dann haben wir den berühmten blinden Fleck, den sogenannten. Alle sehen ihn, nur nicht wir, nicht alle aber. Leider führt diese Strategie nicht zum erwünschten Ziel. Die Emotion entsteht weiterhin, aber von uns unbemerkt. Und sie mag versteckt in verschiedener Weise zutage treten, und oft sind es andere, die es sehen und nicht wir. Und es ist oft auch die Emotion, die wir in anderen nicht ausstehen können, weil wir sie in uns selbst nicht ertragen können. Wir fühlen uns abgestoßen und sind überaus entrüstet, ohne zu erkennen, dass wir selbst ebenso reagieren können. Und falls wir die abstoßenden Emotionen in uns bemerken, verfallen wir vielleicht in Schuldgefühle oder Minderwertigkeitsgefühle. Und aus Angst vor diesen Emotionen verfolgen wir gleich ein Verbesserungsprogramm, auf das wir uns nie wieder unsicher oder ärgerlich empfinden müssen. Aus Angst vor unserem Hass zum Beispiel, der ja auch nicht gerade angesehen ist, weder gesellschaftlich noch spirituell, versuchen wir uns zur Vergebung zu zwingen und müssen dann vielleicht feststellen, dass das nicht ganz klappt. Und es klappt nicht, weil wir Hass mit Ablehnung bekämpfen wollen, was aber nur wieder die Energie des Ablehnens stärkt. Und in dieser Meditation, in diesem ganzen Ansatz, verfolgen wir einen anderen Ansatz. Wir begegnen allen Geisteszuständen und Verfassungen mit der gleichen, nicht wertenden,
aufmerksamen, nicht urteilenden, sanften, interessierten Achtsamkeit und Gewahrsein. Und dadurch identifizieren wir uns nicht gleich mit ihnen, mit diesen Geisteszuständen, diesen Emotionen. Das heißt, wir wehren sie nicht ab, aber wir nähren sie auch nicht. Wir erlauben allen Geisteszuständen Raum und spüren ihre Wirkung. Wir gehen nicht auf sie ein, das heißt, wir bestätigen sie nicht, wir bekräftigen sie nicht, noch versuchen wir sie zu entschuldigen, begründen, abzuwehren oder wegzurationalisieren. Und wenn wir dies alles tun bzw. nicht tun, verlieren die Emotionen und Gefühle ihre Macht über uns. Wir sehen sie mit einer Balance, mit einer inneren Weite, die sie umfasst und einen Blick darüber hinaus zulässt. Und von ganz allein merken wir dann, welche Zustände heilsam sind und welche nicht. Aber frei von Urteilen und Vorwürfen. Und diese Haltung lässt mir Ehrlichkeit uns selber gegenüber zu. Mehr und mehr getrauen wir uns, genauer hinzuschauen und sehen die Wahrheit über uns selbst. Und das erlaubt uns, unheilsame Muster zu erkennen. Oder es kann auch sein, dass schwierige Emotionen sich weiter aufdecken, dass tiefere Schichten zutage treten, die sie von unten nähren. Glaubensmuster über uns oder über die Welt oder auch tiefe Verletzungen aus der Kindheit. Ganz natürlich entwickelt der Geist ein Bedürfnis, heilsame Zustände weiterzuentwickeln und unheilsame nicht, weil er einfach spürt, wie sich das anfühlt. Auf der einen Seite bevorzugen wir also Sammlung, Gleichmut, Liebe, Mitgefühl als heilsame, förderliche Qualitäten des Geistes. Aber auf der anderen Seite nehmen wir alle Zustände des Geistes mit gleicher Haltung an. Betrachten Sie Ihre Anwesenheit, Ihre Abwesenheit. Wir müssen uns nicht verurteilen, wenn wir zerstreut, unmutig, ärgerlich, gelangweilt sind. Denn die Aufgabe besteht nur darin, zu sehen, was ist. Und dies gilt für die Achtsamkeit, es gilt nicht so sehr für unser Handeln. Es macht einen Unterschied, natürlich, ob wir heilsame Geisteszustände ausdrücken und ausleben oder nicht. Im täglichen Leben, wenn wir agieren, müssen wir durchaus eine Wahl treffen. Aber es ist erst diese gleichmütige Geisteshaltung, die erkennt, welcher Geisteszustand vordergründig ist, der eine bewusste, verantwortungsvolle Entscheidung außerhalb unserer blinden Reaktionsmuster möglich werden lässt. Und in diesem Sinn ist es durchaus sinnvoll zu schauen, wie wir geschickt mit schwierigen Emotionen umgehen, wie wir uns in der Welt ausdrücken. Aber die Motivation ist jetzt eine andere, die dahinter steht. Unsere Handlungsweise ist bestimmt von Mitgefühl und Weisheit und nicht von Ablehnung und Verurteilung. Verbesserungsprogramme funktionieren so lange nicht, als unsere Haltung in Ablehnung und Festhalten verwurzelt ist. Sie funktionieren aber durchaus, wenn liebevolle Güte dahinter steht. Die vierte Grundlage fließt wirklich ein in die Betrachtung der ersten drei. Hier geht es darum, wie wir die Dinge betrachten, auf was wir achten und was wir erkennen wollen. Durch unsere eigene Erfahrung können wir erkennen, welche Geisteszustände unsere spirituelle Entwicklung hemmen, nämlich Gier, Wut, Hass, Trägheit, Rastlosigkeit und Zweifel. Und wir machen sie zu Mitteln unseres Weges, so wie wir sie einfach betrachten, aber nicht auf sie hören, nicht ihnen folgen. Und wir erkennen, welche Zustände unsere spirituelle Entwicklung fördern. Nämlich Freude, enthusiastisches Bemühen, Ruhe, Sammlung, interessiertes Erforschen, Aufmerksamkeit und Gelassenheit. Und diese wollen wir fördern, aber ohne an ihnen zu haften. Buddha sagt, all unser Leiden entsteht durch Anhaften an angenehmen Empfindungen, Erfahrungen, Emotionen und Objekten. Wir identifizieren uns mit ihnen und sehen sie als mein. Wegschieben von Unangenehmen dabei
ist auch eine Form von Anhaften, denn dadurch schaffen wir die Dimension, die nicht mein ist. Ob diese Dinge nun in uns oder außerhalb von uns ist, wir müssen sie loswerden und uns von ihnen abwenden, von diesen Dingen, die nicht mein sind. Und aus diesem Anhaften, wie gesagt beides, heraus entwickelt sich all unser vielfältiges Leiden, der ewige Kampf für mich und gegen andere. Die Grundlage für unser Haften ist das Gefühl, dass es da ein Ich gibt, dem etwas gehören kann. Ein Etwas, das es behalten kann, das es für immer glücklich macht. Und in dieser Grundlage der Annahme von einem Ich und der Vorstellung, dass eine bleibende Erfüllung erreicht werden kann, liegt die eigentliche Wurzel unseres Leidens. Denn es geht davon aus, dass etwas bleibend ist, dieses Etwas, das uns glücklich macht und dieses Ich. Aber ist es so? Wenn es so wäre, müssten wir es doch irgendwann mal hinkriegen. Und solange wir nicht genauer hinsehen, scheinen die Dinge auch fest, solide und wirklich zu sein. Und deswegen scheinen unsere Reaktionen von Annehmen und Ablehnen durchaus begründet. Doch sind die Dinge wirklich so solide und wirklich? Das ist die Frage. Durch die kontinuierliche Betrachtung unserer Erfahrungen können wir sehen, wie alle körperlichen und geistigen Phänomene ohne unser Zutun, ohne unseren Beschluss kommen und gehen. Immer wieder müssen wir bemerken, wie wir nicht so viel Einfluss darauf haben scheinen, zu haben scheinen, wann welcher Zustand entsteht. Wir beschließen nicht Rückenschmerzen zu haben, noch beschließen wir müde, zerstreut und zornig zu sein. Oder was auch immer heute passiert ist. Es scheint einfach so zu passieren. Ein schneller, verblüffender Strom von Erfahrungen eilt an unserem geistigen Auge vorbei. Einen Moment lang sind wir zornig, im nächsten freundlich, im nächsten müde, im nächsten wach, im nächsten gelangweilt, im nächsten interessiert und so fort. Unsere Gedanken scheinen aus einem unerkundlichen Raum daherzufliegen, um gleich wieder ins Unbekannte zu verschwinden. Womit wir uns einen Moment lang identifizieren, ist dem nächsten bereits vergangen. Vielleicht erinnert ihr euch an ein Gefühl heute Morgen, mit dem ihr euch wahnsinnig identifiziert habt, oder nur ein bisschen. Schaut mal, ob es noch da ist. So sehr wir auch schauen, wie das Ganze orchestriert, so finden wir doch niemanden. Vielleicht sehen wir Zusammenhänge zwischen verschiedenen Dingen, aber niemanden, der das wirklich macht. Egoismus mag zwar verpönt sein, doch dass es dieses Ego gar nicht erst gibt, ist eine Vermutung, die gar nicht so nahe liegt. Doch wenn wir ganz beim Essen sind, finden wir jemanden, der isst? Und wenn wir ganz beim Atem sind, finden wir jemanden, der atmet? Oder ist das einfach Atmen, was geschieht? Wenn wir ganz in den Schmerz gehen, finden wir jemanden, der den Schmerz hat? Als ich in Kloster von Thailand war, in Klöstern Thailands war, verbrachte ich die meiste Zeit bei einem Lehrer, der heißt Ajahn Mahabua. Und Ajahn Mahabua war berüchtigt in ganz Thailand für seine Strenge. Und viele Mönche gingen nie dorthin, weil sie sich zu sehr fürchteten vor ihm. Und ich merkte davon lange Zeit nichts, bis eines Tages ich mich mit meinem Lehrer unterhalte, hielt, der Englisch sprach. Und der mir immer die Anweisungen gab, so für meine Praxis. Und ich saß so vor ihm in kniender und Haltung und wie es sich gehört. Und auf einmal kam Mahabua an und er schimpfte auf mich los. Ich verstand zwar kein Wort, ich sprach Thai, aber er schimpfte wie ein Rohrspatz. Und ich versank so, naja. Und ich saß da und das war nach einigen Monaten Meditation. Und ich saß da und hörte zu. Und solange ich nur beim Hören war, wirklich nur beim Hören, machte es mir überhaupt nichts aus. Sobald aber mein Selbst auf den Plan kam, er schimpft mich aus, tat das wahnsinnig weh. Und wenn ich dieses Selbst wieder losließ, war einfach wieder nur Hören.
Und es ging halt 5 Minuten weiter und dann ging er. Und dann hinterher übersetzte mir mein Lehrer, was jetzt los gewesen war. Und ich konnte in Ruhe, dadurch, dass ich mich das sehen konnte, wie ich mich identifizierte und es mir dann wehtat und wie ich es einfach loslassen könnte, da war nur Hören. Und dieses Sehen erlaubte mir in Ruhe zu überlegen, ob er jetzt recht hat oder nicht. Ob ich jetzt, was ich jetzt getan habe oder ob er jetzt was falsch eingeschätzt hat oder wie die kulturellen Unterschiede sind und die Missverständnisse, die daraus entstehen und so weiter. Und statt lange und stundenlang in Vorwürfen an ihn oder Selbstvorwürfen an mich zu ergehen, konnte ich die Situation einfach lächelnd loslassen. Das war eine schöne Lektion. Solange wir nicht die wirkliche Ursache unseres Leidens erkennen und beheben, solange drehen wir uns mit unseren Bemühungen im Kreise, beziehungsweise gelangen nie wirklich zu unserem Ziel von Glück und Frieden. Es gilt also, die wirkliche Ursache unseres Leidens aufzulösen, und genau das versuchen wir, wenn wir hier sitzen, gehen und jeden Moment mit Gewahrsein, Offenheit und Sanftheit betrachten. Wir wollen genauer hinsehen und die ganz elementaren Überzeugungen, die wir über die Wirklichkeit aller Dinge haben, einschließlich von uns selbst, untersuchen. Sind die Dinge wirklich so solide, wie wir meinen? Gibt es dieses Ego wirklich? Wie viel Befriedigung kann mir eines dieser vergänglichen Dinge dieser Welt wirklich geben? Um diese Dinge in ihrer Grundstruktur zu erkennen, müssen wir anhalten in unseren gewöhnlichen Reaktionsweisen und einfach mal hinschauen, den Dingen direkt ins Auge schauen und sie elementar untersuchen. Deswegen halten wir inne und halten auch nichts fern. Wir schauen nur. Nicht aus einer Distanz, aber auch nicht verloren in der Erfahrung. Wir sind gewahr der Erfahrung und spüren all ihre groben und subtilen Aspekte, ohne Partei zu ergreifen. Und gleichzeitig ist unsere Haltung bereits ein Ausdruck von Nichthaften. Das heißt, in den Momenten, wo wir etwas vorurteilslos zulassen können, sein lassen können, spüren wir bereits die Erleichterung, die Nichthaften mit sich bringt. Und diese Momente sind wichtig. Sie geben uns nämlich einen Hinweis darauf, was möglich ist. Und daraus wächst das Vertrauen und der Wunsch auf, diesen Weg weiterzugehen.